Morgen, meine Lieben. Willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind gestern vom Schwabenpark zurück. Da hatte ja Milay ihren Auftritt auf der Showbühne mit Autogrammstunde und Fotoshooting und so weiter. Und ich muss euch sagen, es war ein mega, mega Erlebnis. Da erzähle ich euch später noch ein bisschen davon. Vom Schwabenpark kommen natürlich auch Videos. Milays Show, die Videos, wo sie gesungen hat, die wird natürlich auf Milays Welt kommen. Das Erste, was ich heute jetzt mache, ich muss einkaufen gehen. Wir haben nichts mehr daheim zum Essen. Nicht mal Brot habe ich und ich habe solchen Hunger gerade. Und nicht einmal Milch habe ich. Ich habe bloß für eine Tasse Kaffee Milch gehabt. Jetzt muss ich los, mache meine Einkäufe und dann mache ich meinen Vlog für euch weiter. Endlich Einkäufe erledigt, meine Lieben. Ich sag euch eins, 30 Grad ist es gerade bei uns und es ist erst Mittag um 1. Wird es noch heißer heute? Boah, ich habe gemeint, ich ersticke in meinem Auto. Mein Suzuki ist ja Klimaanlage nicht so voll automatisiert oder wie nennt man das? Boah, bis der kühlt. Ich habe mir gedacht, ich kriege keine Luft mehr. Eigentlich braucht man nicht meckern. Ich wollte immer heiß haben. Sommer. Und jetzt wird es heißen, ich kann nicht mehr. Denke mich, ich ersticke. Also meine Einkäufe habe ich hier schon mal raus. Und einräumen noch. Dann will ich meine Terrasse ein bisschen angehen. Die schaut ja richtig dreckig aus. Und gleich die Markisen runter, dass es nicht so heiß wird. So, schaut mal, was ich hier aufgestellt habe, meine Lieben. Und zwar so ein Fliegenköder. Oder wie nennt man das, wo die Fliegen kleben bleiben? Bei uns ist gerade so eine Fliegenplage, weil das Wetter so heiß ist draußen. Schaut mal. Und da am Fenster habe ich auch schon so Streifen angebracht, dass die hier irgendwie sterben. Sorry. Aber nennt mich jetzt bitte kein Tierquäler, weil ich jetzt hier Fliegen töte. Es ist brutal. Ich glaube, es kommen am Tag bei uns 30, 40 Fliegen rein und ich klatsche sie immer tot. Leider, tut mir leid, das mache ich jetzt. Und ich kann die Terrassentür bei dem Wetter einfach nicht zulassen, sonst ersticke ich da drin. Ich habe jetzt die ganzen Markisen runter, dass die Sonne da nicht reinscheint. Und ja, so sieht es gerade bei uns aus. Ist es bei euch auch so schlimm mit den Fliegen? Ah ja, apropos, ich bin schon wieder nicht geschminkt, aber egal. Ich habe mich letzten 2 Tage genug geschminkt bei Milays Auftritt und so weiter. Jetzt darf ich mal ohne Schminke rumlaufen, glaube ich. Ja, also, bitte nicht schreiben, ein nur die Tierquälerin, sie tötet die ganzen Fliegen im Haus. Aber ist so, ich muss sie töten. So, jetzt bin ich auch mal dabei. Hab gerade Milay abgeholt von der Schule und Mittagsbetreuung. Jetzt gehen wir noch schnell einkaufen im Markt kaufen. Wir brauchen was für ein Video. Wir brauchen nur Zutaten für ein Video. Früchte, Cola und Fruchtjoghurt. Ohne Fruchtstück. Schauen wir mal, ob wir alles finden. Hey, das Melone! Und Mörtchen für einen Wagen habe ich auch nicht, also müssen wir alles tragen. Und geht's noch, Milay? Ich bin eine Melone, ja. Schwer. Da, die kriegst du auch noch? Ja, danke. So, und die noch? Okay. Nee. Sie darf einen Haufen tragen und ich mach das schon. Ja, super. Wow. Na, ich muss jetzt noch Getränke mitnehmen und Joghurt und dann habe ich auch meine Hände voll. So ist es, wenn man kein Mörtchen hat für einen Einkaufswagen. Voll bepackt sind wir zu Hause, gell, Mille? Jetzt hast du mehr. Kennt ihr jemand diesen Jungen hier? Wer ist das? Der ist schon wieder bei uns. Der ist immer bei uns. Der Emil, Gians Freund. Die tun gerade Essen. Schmeckt's? Hat Mama gut gekocht? Hähnchen schmecken immer, gell? Und hier hat Mille ihren Kuchen wieder stehen gelassen, wie immer. Ja. Wie kann man einschlafen, wenn man Freunde da hat? Das verstehe ich nicht ganz. Oder? Was sagt ihr? Der hat nicht gemerkt, dass ich die Kamera eingeschaltet habe. Doch, habe ich schon. Chirn ist gerade eingeschlafen, obwohl sein Kumpel da ist. Wie schafft man das? Emir kommt runter, Chirn ist eingeschlafen, das langweilig. Das mache ich jetzt auch mal, wenn wir Besuch haben, schlafe ich an nebendran. Mach das ja nicht, die kommen nie wieder. Das kommt bestimmt gut an, die kommen nie wieder. Ja, so ist halt. Die hängen halt am Handy, der eine guckt das an, der andere das an oder so und dann schläft er weg. Ich schnippel hier gerade ein bisschen Obst. Sonst isst man ja kein Obst. Da hinten ist der Joghurt. Ja. Und wir haben gerade ein Video abgedreht mit dem für Milays Welt. Und den Rest tue ich jetzt schnippeln und dann tun wir es essen. Dafür macht Emil hier Turnübungen, oder? Weil es langweilig ist. Moment, schau, so geht das gescheit. Aha. Ach was, du Besserwisserin, du. So sportlich bin ich jetzt auch wieder nicht. Muss ja nicht.
Wo gehen wir jetzt hin, Milay? Omi. Zu Anine, Besuch. Kaum sind wir gefahren und jetzt sind wir schon wieder zurück, Milay, gell? Ja. Was ist? Hast du Bock? Ich hab so... Hast du Luft geschluckt? Ja. Meine arme Kira, die ist auch heiß, gell? Suchst wieder einen kühlen Platz. Was machst du da? Hä? Willst du immer der Kamera näher kommen? Sag mal Hallo, komm. Musst du auch mal Hallo sagen? Wo ist der Silas, Kira? Hä? Jeder fragt wieder nach dem Silas. Smoky kommt immer nachts heim. Die war gestern Nacht bloß 3 Stunden zu Hause, glaube ich. Arme Maus. Wir haben heute trainiert mit Kira und deswegen ist sie total müde heute. Und die Milay ist schon wieder an ihrem Kettka. Ey, fang dich gleich an. Ja, schnell! Und weg ist sie. Schneller wie ich. Ah, da kommt sie wieder. Was? Ah, ich fang dich schon noch ein, du. Jetzt hab ich dich. Ich hab dich. Meine Lieben, die zwei hier haben jetzt gerade ein Video gemacht und haben alles versaut. Roberts Hose versaut. Oh, unten liegt überall Eis. Was ist denn Magic Freeze? Pull Pops. Wir waren nur zu ungeduldig und haben es zu früh rausgeholt. Aber schmecken tut's gut, ja, gell? Ja, cool. Da kann man sich schönes Wassereis machen oder ganze Früchte abstechen. Cool. Das Video kommt auf Milays Welt, falls ihr das sehen wollt, wie das funktioniert. Schaut euch mal die Tierquäler an. Alle essen und Kira, die Arme hier. Robert ist der Tierquäler, ein Uhr auch, nur Milay nicht, oder? Normal kriegt die nichts am Tisch. Oh, jetzt hat sie eine Ananas. Und weg ist sie, guck. Jetzt reicht, ich schalte die Kamera ab, ihr macht hier nur Blödsinn. Ja. Tschüss. Tschüss. Hey, da ist eine Fremde in unserem Garten, tu den Rasenmäher weg. So, jetzt ist der Robert Gassi gegangen. Es ist schon, ich muss schnell auf mein Handy schauen, 21.02 Uhr auf meinem Handy. Kira und Robert sind unterwegs und ich mache noch ein bisschen hier Instagram und Snapchat und schau mal rein und in die Kommentare und so weiter. Also vom Ferntreffen waren einige Fotos von unseren Zuschauern, die uns markiert haben. Und dann habt ihr natürlich bei jedem zurückkommentiert und natürlich ein Like da gelassen. Das hat uns natürlich sehr gefreut. Es freut uns immer wieder, wenn wir markiert werden oder schöne Bilder von uns auf Instagram sind. Und einen Instagram-Account blende ich euch hier wieder ein, wie wir da heißen, und meinen Insta-Account auch natürlich. Da stelle ich auch Fotos ein, ganz andere als wie bei unserem Family von Milays Welt Insta. Ja, meine Lieben, ich wollte euch eigentlich nur erzählen, wie die Show war. Also ich muss euch sagen, ich habe eigentlich geheult. Ich habe geheult, wie Milay auf die Bühne gezaubert wurde. Dieses Gefühl ist unbeschreiblich als Mama. Wir haben Milay gefragt, Milay, willst du diese Show machen und so weiter? Dann hat sie gesagt, ja Mama, ich will singen auf der Bühne und der Affe ist los und mit Felix und so weiter. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir das. Und sie hat es echt super toll gemacht. Und hier an dieser Stelle möchte ich an alle Zuschauer und Fans von Milay, von uns und von The Beauty and the Beast und von Gian, die zahlreich erschienen sind, um uns zu treffen, dieses Gefühl, meine Lieben, kann ich euch gar nicht beschreiben, wie die auf die Bühne gestürmt sind oder wie die schon 2 Stunden gewartet haben, bis diese Showmanege oder wie man das nennt, wo diese Show stattgefunden hat, davor gewartet haben, um in der ersten Reihe zu sitzen und auch noch gehört haben, wie Milay drinnen probt. Natürlich hat man Musik rausgehört und so weiter. Ich weiß nicht, es ist unbeschreiblich, wie Mamas gekommen sind, mich umarmt haben und ein Uhr und wir lieben dich so und einige haben gesagt, komm, geh mal zu uns zum Übernachten, was habt ihr hier zu suchen und bleibt ihr doch bei uns. Das wollte ich hier noch erwähnen, wie gesagt, das Video von der Show wird am Wochenende, denke ich mal, auf Milays Welt kommen und den Schwabenpark, unsere Tour durch den Schwabenpark, unser Spaß, den werdet ihr hier auf Family Fun, glaube ich, sehen. Ich habe jetzt wieder genug gelabert, aber ich müsste das jetzt einfach loswerden. Irgendwie bin ich heute leise, merkt ihr das? Ich schreie nicht mehr irgendwie. Ich rede gerade sehr, sehr leise. Ich glaube, das Wetter hat mich heute zu schaffen gemacht. Und
ich zeige euch das jetzt nicht. Wisst ihr, wie viele Fliegen jetzt tot da gelegen sind am Fensterbrett? Bestimmt waren es 20 da drinnen und 10 da draußen. Und Gian holt sich jetzt gerade noch was zum Essen. Ich esse meinen Obst hier noch weiter. Ich möchte hier auf der Terrasse noch ein bisschen lesen. Und ich sage danke fürs Zuschauen, meine Lieben. Danke für eure Treue. Danke, dass ihr uns so zahlreich unterstützt. Ich sage immer wieder, unsere Zuschauer und Fans sind die Besten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.